Dann setzen wir die Geschichte auch direkt fort. Willkommen, Grog. Ich stelle dich später ein vor. Wir brauchen Hilfe mit unserem nächsten Rekruten. Ich soll Sinestro finden. Such dir die nützlichsten aus. Ich kann rausfinden, wo Sinestro ist. Ich bin sein größter Fan. Ja! Und dich? Ja. Oh, der Frischling. Ja, der wird wirklich immer nützlicher. Nun gut, wo sollen wir anfangen? Ach, er wurde vom Syndikat gefangen genommen und ist auf Ohr. Heimat des Green Lantern Corps. Ich suche ein Fahrzeug, das uns hinbringt. Sehr clever. Ich bin nicht wegen meines sorgenden Gemüts hier. Also ich würde sagen, das perfekte Fahrzeug haben wir noch hier. Wollte schon sagen, wir haben doch den Flieger, oder? Ich meine eher unseren... Ha, jetzt bin ich da. Ach, das? Unseren Charakter, der hat doch auch ein Fahrzeug. Ach, stimmt, ja. Hier. Kenne ich zufällig einen Hangar bei Smallville, in dem wir eins finden. Einen Hangar bei Smallville? Dann gehen wir doch mal... Smallville ist doch diese Serie, wo die ganzen Superhelden wohnen, oder? Ich weiß nicht, ich hab's nie gesehen. Was weiß ich nicht. Hast du mal Smallville gesehen? Nee, okay. Ach, überhaupt nicht. Wo sind denn die ganzen Teile für meine neuen? Schau jetzt erstmal, wo ich hier lang muss. Also ich werde auf definitiv keine Fahrzeuge nehmen. Das hat sich einfach nicht gelohnt für mich, die letzten Parts, wenn man sie gesehen hat. Du bist nicht fahrzeuggeeignet, oder wie darf ich das verstehen? Nee. Ich bin zu Fuß eigentlich schneller unterwegs, wenn ich nicht überall dagegen stoße. Okay. Das haben wir auch in den letzten Videos gesehen. Dass du überall dagegen stößt, ja. Und dass dieses Ding hier, unser toller Charakter, super schnell ist. Okay. Ich meine, du siehst es ja. Ja, der Charakter ist tatsächlich ziemlich praktisch, muss man sagen. Also der ist schneller als jedes Auto. Okay, ich glaube, du bist eh, oder? Bist du schneller als ich? Ich glaube, ich versuche einfach mal, dieses Mal hoffentlich erfolgreich, der Spur aus radioaktiven Legosteinen zu folgen. So hatte ich mir das irgendwie nicht vorgestellt, mit dem Helikopter fliegen. Siehst du? Genau das meinte ich. Oh Mann, oh, ich soll sie doch fliegen und nicht den werfen. Vielleicht müssen wir einen anderen Charakter nehmen, der einen Helikopter fliegen kann. Sag mal, unsere Zuschauer haben erwähnt, dass man hier irgendwo Geld ausgeben kann. Wo kann man denn hier in der Stadt Geld ausgeben? Man kann irgendwo bestimmt Charaktere kaufen, in dem Hauptquartier drin. Das könntest du auf jeden Fall machen, glaube ich. Nee, weil die meinten irgendwie, wir sollen Leute hier verprügeln, um an Legosteine zu kommen. Was ich eigentlich für eine sehr gute Idee halte. Ja, das dachte ich mir fast. So, wie fliege ich? So, jetzt sind wir in... Ah, hier. In Metropolis schon mal. Okay. Aber wir müssen nach Smallville. Keine Ahnung, ist Smallville ein kleines Dorf vor Metropolis? Oder? Ich nehme es an, dass das mir so nähe ist. Du musst einfach nur gucken. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, glaube ich. Denke ich auch. Solange es noch radioaktiv leuchtet, ist alles gut. Eben. Solange es radioaktiv leuchtet, bist du richtig. Während ich eben noch gerade mit meinem Heli versuche rauszufinden, wo ich überhaupt bin. Okay, ist es nervig? Ich glaube, ich bin in Smallville angekommen. Okay, dann gibt's doch noch mehr Städte, weil wir dachten, es gibt also eine Metropolis. Dieses Dorf. Also ich weiß irgendwie, dass es doch irgendwie dieser Ort ist, wo Superman aufgewachsen ist. Das mag sein. Oder? Das kann sein. Ja, diese komische Zahl wird kleiner. Es könnte sein, dass ich gleich da bin. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Yeah. Die ist genial. Ich frage mich, ob ich... Hey! Was ist da los? Ihr habt ja nichts verloren. Oh, ich muss jetzt gegen einen Atommann kämpfen. Ja, gegen Atom. Den kämpft man auch, warte. Ist es nicht wie Ant-Man? Nee, ja, doch. Der kann auch sowas. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Ah! Ja? Ei. Ich komm zu dir, wenn ich dich finde. Ja, du musst einfach nur zum Atommann. Ja, das ist leichter gesagt als getan, weil ich keine Markierung mehr auf der Karte habe. Nein. Wo bist du denn? Ah, hier. Ich bin irgendwo auf dem Weg. So, Hälfte vom Leben ist schon runter. Eieiei, Hilfe. So. Ich überlege gerade, wo ich den gesehen habe. Ich glaube, war er bei Flash mit dabei? Nee, bei Arrow ist er mit dabei. Der Atom. Bei Arrow ist er mit dabei. Bei Arrow, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben beide nur noch wenige Leben, aber ich hab's geschafft. Bekomme ich etwas Nettes zwischen meine... Hä? What? Ah, das war questmäßig, glaube ich. Wichtig? Was ist das alles? Geräte, die Justice League aufbewahrt hat. Ist das Schrott? Ja. Nein, nicht für mich. Es gibt noch andere Wege ins All. Wie zum Beispiel diesen Express-Teleporter. Ja, ne? Gut, dann. Tschüss. Dann mal los.
was ist denn los, Seeking? Ist schon Ebbe? Diese Erde bedeckt zu zwei Dritteln Wasser. Um unser Versprechen zu halten, werde ich Hilfe bei der Suche in den Meeren brauchen. Jeder hat seine Suchabschnitte, Seeking. Angst vor ein bisschen Arbeit? Nein, aber ich hasse es, hier den Helden zu spielen. Wie wir alle. Aber indem wir vorgeben, die größten Wohltäter des Planeten zu sein, können wir ungehindert suchen. Hier, Seeking. Ein Freiwilliger für dich. Wow. Der Wachturm. Jemand war hier und hat ihn ausgeräumt. Hoffentlich finden wir noch einen Weg nach Ur. Ja, müssen wir nur gut zuhören. Hier gibt es garantiert ein Schiff, mit dem wir Ur erreichen. Diese Justice League-Plagen benutzen sie ständig. Das kann ich nicht. Alarm! Eindringling! Abregelung eingeleitet! Schutzprotokoll aktiv! Alarm! Schön! Als ob jetzt Gegner kommen würden. Ich glaube, jetzt kommen Gegner. Nee, dieser Charakter. Ich bin lieber der große Affe. Das ist, du bist lieber der große Affe? Ja, Scarecrow ist mir zu langsam. Okay, dann nehme ich mal wieder unseren wunderschönen Selbsterstellten. Der ja definitiv. Den wollte ich auch nehmen, aber ich dachte, der wäre schon belegt gewesen. Nee, der war noch nicht belegt. Mist. Jetzt ist er belegt. Ja, ich habe schon verstanden. Das ist schon okay. Sorry. Hey, sag mal, bewegen wir uns jetzt hier in Zeiten durch? Der springt so langsam. Wie kann er nur? Achso, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie schon Level-Fortschritt, das ist jetzt hier auch wieder so eine Übergangszone. Nee, das ist hier gerade so ein Zwischenlevel irgendwie. Achso, und wir müssen es hier freischalten, damit wir irgendwas auswählen können. Ich drücke einfach mal den Schalter hier. Oder ich drücke nicht den Schalter. Ich aktiviere das Ding auf jeden Fall mal. Bin mir nicht sicher, was es mir bringt. Eine Kanone, die auf dich zielt. Ist das das, was ich will? Wenn du willst, dass alles kaputt geht, dann ja, dann willst du das. Okay, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich das will. Au. Okay, wir haben alles kaputt gemacht und jetzt? Halten wir. Jetzt kommen wir da nicht rein. Zusammen. Wir, oh, okay. Oh, Uga. Ah, da brauchen wir den starken Joker jetzt. Noch eine Chance. Hey, ich drück doch Kreis. So, drücken. Du musst es härter drücken. Härter als Berlin. Ja, gerade eben hat er immer wieder abgebrochen, wenn ich da drücken wollte. Ja, bestimmt. Kaputt machen. Uga. Mir wird gesagt, ich soll einen Charakter wechseln, aber warum soll ich das tun? So, wen soll ich denn nehmen hier? Scarecrow, kannst du Licht und Dunkle bringen? Ja, kann er. Kann er? Ah, okay. Mit einer tollen Lanterne. Es ist Teamausfall. Fehler. Bitte nächsten Support-Mitarbeiter kontaktieren. Sturm umleiten. Hauptsicherheitsprotokoll versagt. Panel-Sicherheit gefährdet. Systemneustart möglich. Wie ich jedes Mal da reinlaufe. Das gibt's nicht. Ich bin auch mal reingelaufen. So, wie starten wir jetzt das System neu? Da rein kommen wir ja offensichtlich nicht. Können wir da oben irgendwas noch anstrahlen oder so? Nee, bringt auch nichts. So, was ist denn jetzt hier los? Wir haben keinen. Es geht auch immer wieder aus. So, dann kommen wir hier rein. Aha. Aber wie bist du da reingekommen? Diese Laser gehen auch immer wieder auf. Und jetzt brauchen wir eigener 2 oder eigener 1, um das aufzumachen. Ja, ich mach das einfach mal. Oh, wieder mit diesen super tollen Techno-Rätseln. Wo bin ich da? Wo bin ich? Ich sehe mich. Ach, da bin ich. Ah. Ach nee, da soll ich ja wahrscheinlich durch. Warte mal, drehen wir lieber so rum. Oh. Boah, Münzen. So viele Münzen. Warte, kann ich so dahin? Von der Seite? Nee, von der. Ah doch, ist okay von der Seite. Offensichtlich. Jawohl, ja. Sicherheitssysteme zurücksetzen. Fehler. Datenbankausfall. Neustart fehlgeschlagen. Sicherheitssysteme heruntergefahren. Kein Sicherheitssystem aktiv. Das heißt, jetzt kann alles ausbrechen, oder? Wir sind hier zumindest nicht in einem Gefängnis. Ich glaube, wir können jetzt mit dem Flugzeug da fliegen. Ziele. Wir müssen irgendwelche Teile suchen. Das können wir gut. Ja, ich vermute, da müssen wir andere Teile dafür zerstören, um diese Teile zu bekommen. Das klingt logisch. Was brauchen wir hier für eine Fähigkeit? Da brauchen wir einen Affen. Ah. Guck mal, Telepathie wird gebraucht. Hey, ich kenne keine Affen. Doch, er sitzt hier links neben mir, der Affe. Hä? Da ist niemand. Doch.
meinst, also ich muss hier Kreis gedrückt halten, damit der Gabelstapler vorfährt. Und wir das erste Teil bekommen. Oh yeah. Das war der Plan, ja. Ich hab's mal eingesammelt. Hier, so. Kann man noch mehr kaputt machen. Das yeah, ist gut. Mehr Münzen. Was muss ich hier tun? Münzen für alle. Ah, das muss man hier dann reinstuhen, das Teil, verstehe. So, goldene Sachen. Hier 30% ist es. Was ist 30%? Hm? Ja, Affe, ja, brauchen wir wieder Scarecrow. Ach, muss ich da außen rum malen? Ah, ich muss außen rum malen. Okay, verstehe. Ich bin mal mit Sachen ausschneiden beschäftigt. Was machst du Schönes? Ich hau alles kaputt. Okay. Wie immer. Macht jeder das, was er am besten kann. Ich glaube, ich habe fertig. Wo ist Scarecrow? Ah, hier ist. Nein, ich will Scarecrow, genau, denn Scarecrow kann. Ein großer roter Knopf. Was könnte ich da wohl tun? Raufdrücken. Richtig. Yeah. Ah. Jetzt geht eine neue Tür auf und setzt alles in Brand. Das gefällt mir. Wir legen schon wieder Feuer. Super. Kann jemand über Feuer laufen von uns? Aber ich kann es nicht. Haben wir Mr. Freeze oder so dabei, der das irgendwie löschen kann? Nee, aber so, die sieht so aus, als könnte sie es löschen. Der sagt hier, ich soll Scarecrow nehmen. Ja, weil der. Aber ich mache es, aber es passiert nichts. Passiert einfach noch nichts oder. Ja, fehlt noch was? Hier, so ein Teil fehlt zum Beispiel. Jetzt könnte was passieren. Jetzt hast du es dann getan. Ah. Aha. Du erkennst. Ach so, das sind einfach nur die Teile, die wir generell da reinsetzen müssen. Ich dachte ja, schon. Ja, ich dachte auch, das ist dabei, aber. Hat eine tiefere Bedeutung. Es hat alles eine tiefere hier, Bedeutung. Was ist hier? Jetzt drehen wir hier an einem. Am Rad. Der Dogge dreht schon wieder am Rad. Komm, immer. Immer. Und damit geht der Dampf aus. Und wir können irgendwas anderes machen. An das letzte Teil kommen wir vielleicht. Wie wäre es damit? Das klingt mir nicht sehr logisch. Nicht sehr logisch, okay. Nee, nee, hast du schon? Nee, aber ich weiß nicht, hab ich schon? Ich ja, glaube, du doch, hast es schon. Doch, 100%. Juhu. Ja, das ist wahrscheinlich, tun wir da das Auftanken unser Schiff mit? Ich nehme das an. Da sollen wir alle reinpassen? Klar, das ist ein da passt doch nicht mehr der Affe rein. Superschiff. Okay. Naja, dann würde ich sagen, fahren wir mal mit dem Superschiff, oder? Ja. Na dann. Wollen wir die Geschichte fortsetzen? Ich bin voll dafür. Dies wirkt sich auf beide Spiele aus, ich sag's nur. Steht okay. Da. Ja, dann lass es uns auswirken. Ausbaden oder so. Wobei wir jetzt gar nicht am Meer sind, da können wir es gar nicht ausbaden, sondern wir fliegen hier gerade in den Weltraum. Aber vielleicht gibt's auch Planeten mit Wasser. Kamera läuft! Das war ein weiterer Zeuge zu einem Kampf zwischen dem Atom und Schurken in Kansas. Und kein Justice Syndicate weit und breit. Sehen wir mal nach, womit Mr. Powering und seine Superfreunde so beschäftigt sind. Clarkson sagt mir, Powering sei auf dem Planeten Ohr. Aber er sagte nicht, was er da tut. Finden wir es heraus. Hallo, Verzeihung. Könnten Sie mich bitte mit Ohr verbinden? Mit den Wächtern des Universums. Wird ein Anruf bei einem so weit entfernten Planeten nicht ein Vermögen kosten? Keine Sorge, Jimmy, ist ein Erdgespräch. Randale. So, los geht's. Oder nicht? Jemand fragt, das sah schon von Anfang an so aus. Okay. Ich würde nicht mit ihr mitfliegen wollen. Lasst mich frei. Der schreckliche Sinestro wird eine solche Behandlung nicht tolerieren. Hier, vielen Dank für deine Dienste. Aber etwas an dir, Green Lantern von Erde 3, ist seltsam. Du wirkst verändert. Was? Ich hab den Ring, den grünen Anzug, die coolen Moves. Ich bin's wirklich. Und ich hatte eigentlich gerade zu tun. Darf ich jetzt gehen? Einen Moment. Warte. Während wir, die Wächter des Universums, über das Schicksal Sinestros entscheiden. Ach, das kann ja wirklich noch ewig dauern. Hauptsache, wir können noch laufen. Das war furchterregend! Da kennst du dich aus. Okay, das reicht. Wir müssen irgendwie nach unten. Fallen? Unsere Mission beginnt wohl eher wenig inspirierend. Aber ihr könnt wenigstens unser Schiff reparieren, oder? Was? Na klar. Na klar. Ja, wir sind vielleicht keine Genies wie du, Grog, aber wir sind nicht völlig nutzlos. Ja, darüber lässt sich jetzt diskutieren. Also unser selbsterstellter Charakter ist doch sehr nutzvoll. Mit dem kann man schon einiges anfangen, der hat viele Fähigkeiten. Ich kann halten hier. Oh, da kann ich was zusammenbauen. Das Schiff sieht... Nein, so sah das Schiff vorher nicht aus.
Jetzt ist es repariert, offensichtlich. Klar, das ist der neue Raketenantrieb. Siehst du, ist sogar eine Rakete oben drauf. Okay. War alles so... Ich würde behaupten, das Schiff sah vorher besser aus. Vielleicht hätten wir zuerst einen Testflug machen sollen? Wir werden Sinestro nicht nur dazu bringen müssen, an unserer Seite zu kämpfen, sondern auch dazu, uns mitzunehmen. Ja. Ups. Wir, dass ihn dann hast du mal wieder toll gemacht. Jetzt müssen wir rausfinden, wo sie ihn gefangen halten. Geht ihr? Sorry. Aber das hätte echt irgendwie besser laufen können, muss ich sagen. Wo bin ich denn hier? Ich bin irgendwo anders. In einer anderen Welt, vor langer Zeit. Nee, was? Atommüll. Wieso, hast du schon wieder Atom verprügelt? Nee, hier ist Atommüll. Ach so. Leuchtet schön. Gold kann ich doch kaputt machen, oder? Ja. Ach, du hast so einen selbsterstellten Charakter wieder. Ja, der kann natürlich Gold kaputt machen. Was jetzt kann du? Ich sogar bauen. Es wird ja immer besser hier. Oh mein Gott. Kann Scarecrow eigentlich durch solche Löcher da durch oder kannst nur du da durch? Durch sowas hier? Naja, da kannst du durch. Nee, okay. Da kann nur ich durch. Okay, das heißt, ich kann momentan eigentlich nur warten, dass du irgendwie mir den Weg freimachst. Ich habe jetzt hier gerade irgendeine Plattform gebaut. So. Das ist was passiert denn, wenn ich da drauf steige? Dann mache ich den Weg frei. Dass ich auch zu dir kann, das finde ich lieb von dir. Echt? Könnt ihr dann zu mir oder kann ich zu euch? Nee, wir können zu dir. Würde ich eine ganze Eiszeit brauchen. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall, ich wollte es gerade sagen, in einem Level und können Münzen sammeln und da falle ich auch schon runter. Ja, Leute, alles beim Alten, würde ich sagen. Okay, hier brauchen wir Kennt ihr nicht die berühmten Raketen? Damit kann man bis zum Mond fliegen mit den Raketen. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Alarm. Das ist eine süße Drohne. Ja, bis sie auf uns schießt. Super. Ich bin klein. Ich bin groß. Was tust du? Kann ich die hier abschießen, die Drohne? Das weiß ich nicht. Nein. Ich kann nur Gegner kaputt boxen. Irgendwie ein anderer Charakter. Wie kriegen wir die Drohne kaputt? Ups. Ich wollte eigentlich dich nicht einfrieren. Ein Hinweis von Johnny DC. Der sagt, ja, das hatten wir schon. Dass wir durch Dinger durch können, das wissen wir. Ja, und jetzt gehe ich da durch und dann springe ich hier wieder hoch und komme. Na, lieber nicht, da falle ich nur runter. Ja, vielleicht müssen wir das Ding kaputt machen, wo die Drohne herkommt. Also was diese Drohne so schützt, das können wir vielleicht irgendwie kaputt machen. Aber da kommen wir ja gar nicht rüber. Naja, wir können hier rüber. Wo? Da. Ja, ich sag ja, und da brauchten wir die Raketen. Ach so, ah. Siehst du, da leuchtet Silber. Ich hab 1 von 4 irgendwas. Haben wir überhaupt Raketen am Start? Irgendjemand hat die bestimmt am Start. Also es kommen jetzt kommen Leute. Ich wollte sagen, es kommen neue Gegner, also irgendwas scheinen wir richtig zu machen. Scarecrow kann keine Raketen, oder? Nee, das wird ja kein höchstens Gift. Schau, hier leuchtet überall Silber. Da muss irgendwas sein. Vielleicht brauchen wir da Telepathenaffe. Ja, vielleicht. Ja. Also, geht doch. Danke. Bitteschön. Warum nicht gleich so? Man hilft, wo man kann. Naja. Ich wollte noch, dass du selber ein bisschen hier rätseln musst. Weißt du, sonst alles so offensichtlich und so. Rätsel, die ich nicht lösen kann, selber lösen. Super. Mach ich auch immer. Noch eine Chance, meine Größe zu dem. So, und jetzt wirft das Ding. Ist auf dem Weg. Hat nichts funktioniert, hat nichts gebracht. Wow. Ach, da ist wieder was für Scarecrow, da können wir rein, das ist dunkel. Ah. Wo ist Scarecrow, da ist Scarecrow. So scary. Dann geh in die Dunkelheit und erleuchte uns den Weg. Oh, Schalterrätsel. Yeah, das kannst du doch. Ja, ich liebe Schalterrätsel. Wenn ich was liebe, dann Schalterrätsel. Ja. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!